Ja, wunderschönen guten Abend. Es ist 18 Uhr, Webinar bei FX Flat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu dem heutigen Webinar Marktausblick und Live-Trading mit Mario Lüdemann. Freut mich, dass, obwohl so ein schönes Wetter draußen ist, so viele Teilnehmer heute anwesend sind. Ich denke, das hat auch mehr Sinn bei Marktausblick und Live-Trading, dass man auch live dabei ist. Und ja, und man kann natürlich immer auch Fragen stellen. Denke, das sollten Sie natürlich ausnutzen. Bevor ich zu Mario wechsle, nochmal ein ganz kurzer Hinweis, nochmal auf unsere Aktion, was wir auch zusammen mit Mario haben. Und zwar sieht man jetzt auch direkt Education-Paket. Wenn Sie ein Live-Konto bei FXLED beantragen, haben Sie die Möglichkeit, ein Education-Paket zu bekommen, unter anderem mit Trading-Bücher, aber auch die Möglichkeit, eine Gutschrift zu bekommen, wenn Sie sich für die Webinarreihe von Mario Lüdemann registrieren. Die Bedingungen dafür und hier auch das Formular finden Sie hier bei uns auf der Webseite. Ich habe den Link bereits in den Chat kopiert. Also wer Interesse hat, kann sich da gerne später daran alles durchlesen. Und natürlich auch hier nochmal der Hinweis auf die Webinarreihe mit Mario. Auch hierfür können Sie sich dann hier registrieren, finden Sie nochmal ein paar Eckdaten und wie Sie den Bonus dann letztendlich bekommen. Vielleicht kann der Mario dann auch noch was kurz zu der Webinarreihe gleich sagen. Ansonsten, wie gesagt, finden Sie die Informationen hier auf der Webseite. Ja, die Links sind im Chat. Wenn Sie Fragen haben darüber hinaus, melden Sie sich bei unserem FX Flat Service Team. Okay, das war's auch schon von mir. Ich wechsle zu Mario rüber, wenn er soweit ist. Ja, alles klar. Prima. So. So, dann heiße ich auch alle recht herzlich willkommen an diesem sonnigen Montag zum großen Marktausblick. Ich hoffe, das Bild ist zu sehen und auch meine Stimme ist laut und deutlich zu hören. Ich möchte gerne das aufgreifen, was Herr Nelson gerade noch gesagt hat, die neue Webinarreihe, die ich zusammen mit FX Flat und CapTrader mache, und zwar erfolgreich CFDs handeln. Wir hatten ja im letzten Jahr im Herbst schon mal eine Webinarreihe Kleines Konto, Großtrade, und die ist halt sehr, sehr gut angekommen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das Ganze vielleicht nochmal nutzen, auch für die Kunden, die vielleicht kleinere Konten noch haben und sehr viel mit CFDs handeln. Und wer da Interesse dran hat, einfach kurz auf meine Website schauen, www.lüdemann-coaching.de. Und wenn man ein bisschen weiter nach unten scrollt, da findet man hier dann auch das Webinar. Einfach hier auf hier anmelden gehen und sich auf dem Link eintragen, den Nelson gerade schon genannt hat. Und dann bekommt man auch den entsprechenden Bonus noch mit dazu. Das soll es dazu auch dann gewesen sein. Ich möchte die Zeit dann auch gerne nutzen, um jetzt hier in die Märkte hineinzugehen. Schauen wir uns vielleicht zuerst einmal die großen Indizes an, so wie ich das immer regelmäßig jede Woche mache für mich selber, und von dort aus dann hinunter in Einzelwerte und auch in unterschiedliche Devisenpaare, die momentan sehr interessant sein könnten. Wir werden uns auch hier, anders als in meinem regelmäßigen Wochenausblick, der als Video ja auch jede Woche montags erscheint, also wer daran auch Interesse hat, kann das auch über meinen Online-Videothek machen, sich dort registrieren. Und hier werden wir uns nicht nur anschauen, was auf Tag, Stunde ist, sondern wo wir vielleicht auch eine Chance haben, eventuell intraday in den Markt zu kommen, und fragen dann natürlich am Ende, werde ich auch nochmal hier drauf gehen. Ich werde also nicht die ganze Zeit auf die Fragen schauen. Wenn der Nelson mal was Interessantes sieht, was vielleicht gerade zum Thema passt, kann er ja vielleicht kurz einhaken. Ansonsten würde ich sagen, machen wir die Fragen ansonsten am Ende dieses Genau, Webinars. so machen wir das. Eventuell kann ich ja ein paar Fragen auch direkt beantworten. Und dann Genau. ansonsten, wenn es wirklich zum Thema passt, dann hake ich ein.
Alles klar, okay. Dann starten wir vielleicht gerade mit dem deutschen Markt, weil hier sind ja doch aus der Erfahrung heraus sehr, sehr viele Trader und Händler unterwegs im FDAX oder eben entsprechend im CFD-Bereich. Und wenn wir uns dann die letzten Wochen einmal anschauen, dann können wir doch sehr schön sehen, dass es hier einen sehr schönen Aufwärtstrend gegeben hat. Wir sind hier von der 8.700 Anfang Februar jetzt hochgeklettert bis zur 10.500er Punktemarke. Was hier besonders wichtig ist, und das ist eben unter markttechnischen Gesichtspunkten eben sehr interessant, weil dann finden wir eigentlich recht schnell eigentlich die Phasen, wo wir auch einsteigen wollen. Wir haben hier einen sauberen Trend, der hier steigende Tiefpunkte markiert und auf der Oberseite steigende Hochpunkte. Immer wenn Sie das sehen in einem Markt, in einem Index, in einem Währungspaar, Rohstoffe, spielt eigentlich keine Rolle, dann haben Sie erst einmal einen intakten Trend. Das sehen wir auch hier sehr schön. Wir sehen auch jetzt hier die Konsolidierung, die jetzt in den letzten 7, 8 Handelstagen gekommen ist. Verläuft hier auch sehr, sehr sauber, auch nicht sehr stark. Wir sind jetzt hier ungefähr ein Drittel von der letzten Bewegung, die wir gemacht haben, wieder zurückkorrigiert. Besonders interessant sind Werte eigentlich immer dann, gerade im Aktienbereich oder auch im Indexbereich, wenn diese Konsolidierung nicht viel weiter geht als dieser alte Hochpunkt, den wir hier, also diesen Ausbruchspunkt, nennt man auch häufig P2, ja im Prinzip gesehen hat. Also das heißt, wir sehen hier die Aufwärtsbewegung und jetzt sehen wir auch die Korrektur bis hier in diesem Bereich. Das ist eigentlich mustergültig. Wenn das kommt, sprechen wir immer von einem starken Trend. Wichtig ist jetzt natürlich, dass wir an dieser Stelle aus natürlich wieder weiter nach oben gehen. Das heißt, jetzt ist es hier eigentlich wichtig, dass der Markt hier sich stabilisiert und dann von hier aus dann wieder nach oben läuft. Das wäre jetzt das Idealszenario. Schauen wir das Ganze jetzt im Intraday-Bereich ein auf Stundenbasis. Denn das ist ja sehr wichtig, wenn man jetzt auch auf kleineren Zeiteinheiten traden möchte, vielleicht 15 Minuten, 10 Minuten, wie sieht das Ganze dann hier in dem nächst kleineren Chartbild aus. Und hier kann man wirklich sehr schön sehen, wie die Konsolidierung momentan hier verläuft. Das heißt, wir hatten hier den Hochpunkt gehabt und seitdem läuft der Markt hier sehr sauber runter. Ich habe ja auch am Montag letzter Woche in meinem Wochenausblick schon angedeutet, es macht jetzt keinen Sinn, momentan große Long-Positionen im DAX aufzumachen, weil wir hier gerade eben in dieser Konsolidierungsphase sind. Das heißt, wir würden also gegen den Trend handeln, was natürlich erstmal wenig Sinn ergibt. Jetzt bekommen wir natürlich ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, weil wir, wie gesagt, hier unten angekommen sind. Nichtsdestotrotz, wir sehen momentan noch keinen Bruch dieses Abwärtstrends, der hier herunterkommt, denn auch hier gelten natürlich die gleichen Maßstäbe wie die, die wir vorhin genannt haben. Ich werde das jetzt nicht bei jedem Wert so genau machen, aber ich möchte es einmal immer am Anfang machen, damit man eigentlich weiß, worauf man achten sollte im Trading. Wir sehen hier also wirklich, wir haben hier fallende Hochpunkte und auf der anderen Seite fallende Tiefpunkte. Also auch hier haben wir eine sehr saubere Korrektur, was eigentlich eher selten der Fall ist, weil gerade in Indizes sehen wir es sehr, sehr häufig, dass die Korrekturen nicht so sauber verlaufen wie hier in diesem Fall. Nichtsdestotrotz, hier haben wir wirklich einen sehr sauberen Abwärtstrend, Korrekturtrend. Hier sollte auf diesem Level das allerdings im Idealfall jetzt zu Ende gehen. Wir hatten allerdings noch Platz, wie wir es gerade schon im Tageschart gesehen haben, natürlich bis der Trend gebrochen ist, ja von fast noch 700 Punkten. Das heißt, das wollen wir nicht hoffen, dass es so weit kommt, gehe ich auch nicht von aus. Wie gesagt, solange wir diesen Abwärtstrend noch haben, würde ich jetzt nicht versuchen, hier in den Markt einzusteigen. Aber ein gutes Szenario wäre zum Beispiel dieses hier, was ich jetzt einzeichne, und darauf warte ich jetzt auch, dass der Markt hier vielleicht nochmal ein kleines Tief macht, vielleicht sogar nur ein paar wenige Punkte, damit hier nochmal Trader die Chance haben, hier Short zu gehen, um dann genau das Gegenteil zu machen, nämlich dann mit einer sehr starken Aufwärtsbewegung, das kennen wir ja aus dem DAX, dass das sehr, sehr häufig passiert, dann nach oben zieht und dann von hier aus dann einen neuen Aufwärtstrend etabliert. Und von da aus würde ich dann jetzt auch versuchen, hier in den Markt hineinzukommen und das nicht nur auf Stundenbasis, sondern natürlich auch im Intraday-Bereich, sprich also alle Zeiteinheiten oder Trendgrößen, die halt unter der Stunde liegen, ob sie jetzt 15 Minuten traden, 10 Minuten, 5 oder auch eine Minute. Aber wichtig ist, dass wir erst einmal einen neuen Trend hier bekommen. Wobei im Minutenchart kann man natürlich auch noch engere Maßstäbe setzen, deswegen lasse ich die jetzt mal so ein bisschen außen vor, aber auf 10 Minuten und 5 Minuten, sobald wir hier ein sauberes Chartbild auf Stunde haben, macht es durchaus Sinn, hier sich wieder long zu engagieren.
Schauen wir uns nun den großen amerikanischen Markt an. Da haben wir den S&P 500 Index. Auch hier haben wir das Bild, was ich gerade schon im DAX gezeigt habe. Hier sehen Sie schon, ich habe es hier schon mal markiert. Wir haben hier steigende Tiefpunkte und auch steigende Hochpunkte. Haben dann in der letzten Woche hier das Hoch markiert. Wir sind seitdem auch in einer Korrektur hier. Auch diese hier ist bis jetzt mustergültig verlaufen, haben jetzt hier auch die Chance, dass wir uns stabilisieren. Im Vergleich zum FDAX sieht der S&P 500 Mini sogar noch wesentlich besser aus als der DAX, denn wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, dann werden wir gleich sehen, dass wir hier oben auch an einem Allzeithoch angekommen sind. So, und was ist jetzt das Besondere oder das Schöne hier am S&P? Wie gesagt, wir sind hier auf Hochs und wer den Wochenausblick von mir verfolgt hat, letzte Woche gehört, Mensch, ich würde jetzt keine Long-Position mehr eingehen. Warum nicht? Das sieht man eigentlich, wenn man das Chartbild mal etwas zusammenzieht. Und das sollten Sie beim Trading immer machen. Also nicht nur so eine kurze Phase sich anschauen. Darauf haben wir ja schon in der ersten Webinarreihe auch schon mal darauf hingedeutet, dass man immer wirklich sehr, sehr viele Kerzen oder Zeitperioden aufmachen soll. Denn dann sieht man plötzlich, dass wir hier oben ein Jahreshoch haben. Und das ist eben ein Punkt, wo der Markt sehr, sehr häufig zum Stillstand kommt. Wenn wir einfach mal hier die Hochs hier nehmen, da kann man es ganz gut sehen. Hier sind wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal hier im Prinzip reingelaufen. Und natürlich gibt es immer wieder Kunden, das höre ich auch, wir hatten auch vor 14 Tagen im Workshop, naja, die Wahrscheinlichkeit müsste doch irgendwann mal steigen, dass es jetzt da drüber geht. Also ich bin da nicht so der große Freund von, weil dann hätte man das auch schon hier erwarten können und hier und vielleicht hier. Also ich warte wirklich ab, bis der Markt hier über die 2110 hinübergeht und dann werde ich hier versuchen, wieder auf den höheren Zeiteinheiten große Positionen aufzubauen, auch für mein Langfristdepot. Im Daytrading spielt es erstmal nicht so eine große Rolle, da ist es eher wichtig, was macht jetzt der aktuelle Trend und der befindet sich halt derzeit in einer Korrekturphase, genau wie beim DAX. Das heißt, wenn wir uns das hier anschauen im Stundenchart, da können wir das ganz genau so sehen, dass wir hier in der Korrektur sind und das ist eben so der große Vorteil für uns, wenn wir das beobachten, dass wir uns eigentlich keine Gedanken darüber machen müssen, ob wir jetzt hier ein Long Trade eingehen wollen, denn wir hatten hier so die erste Abwärtsbewegung, dann sieht man schon, hier kam es zum Trendbruch und das ist eben etwas, was sehr, sehr häufig passiert. Das heißt, wenn man sich hier unten entscheidet, Short zu gehen, weil man eben glaubt, man könnte Konsolidierung oder man sollte vielleicht Konsolidierungen handeln, was ja viele Trader versuchen, dann bekommt man häufig das Problem, dass der Markt dann anschließend wieder nach oben wegschießt. Das heißt, wenn wir unseren Stop dann hier oben vielleicht auf das Hoch gesetzt hätten, dann wären wir hier spätestens ausgestoppt gewesen. So, und deswegen macht es eben keinen Sinn, hier in Konsolidierung einfach so die Short-Seite mal eben so auf Stundenbasis zu handeln. Denn die Problematik ist ja, wenn wir jetzt plötzlich wechseln würden, auf hier auf Long gehen, würden wir auch nicht weiterkommen. Das heißt also wirklich, lassen Sie den Trend erstmal auskonsolidieren und das sieht man auch hier, wenn man es jetzt im Nachhinein richtig einzeichnet, ich nehme das jetzt mal raus, dann kann man eigentlich ganz gut sehen, wenn man hier, Moment, alle Zeichnungen rausnehmen, wenn man es jetzt wirklich so einzeichnet, und das ist natürlich im Nachhinein immer viel, viel einfacher als im Trading, wenn man es im Trading gemacht hätte, wäre man natürlich rausgeflogen, aber wie gesagt, wir wollen ja auch eigentlich keine Korrekturen traden und wenn wir das uns hier so anschauen, dann sieht man, wir sind hier wirklich in einem sicheren Abwärtstrend und solange der Markt diese Marke hier nicht rausnimmt, wird dieses Szenario auch short bleiben. Auch wenn wir jetzt sehen, dass wir heute uns etwas stabilisieren könnten, das heißt, Long kommt für mich eigentlich erst in Frage, wenn wir diesen Trend hier gebrochen haben, das heißt, der Markt hier herübergeht, dann zurückläuft und dann von hier aus sich ein neuer Trend entwickelt. Bis dahin werde ich auch im S&P erstmal die Long-Seite meiden. Das kann sehr, sehr schnell gehen. Ich meine, wir reden hier von einem Prozentpunkt, die der Markt nur steigen muss, um dieses Short-Szenario, was wir momentan haben, diese Korrektur hier aufzulösen. Und wir können hier wieder beruhigt in den Long-Bereich übergehen. Deswegen habe ich auch im Moment keine Aktien im US-Markt in meinem Depot, weil es im Moment, wie gesagt, keinen Sinn macht, weil wir hier im S&P auf der Short-Seite noch sind. Kommen wir zum Nasdaq-Index. Hier haben wir anders als im deutschen Markt den Aufwärtstrend, den wir hier hatten, bereits verlassen. Das kann man hier ganz gut sehen. Wir hatten auch hier steigende Hochpunkte gehabt und steigende Tiefpunkte. Hier ist allerdings der Tiefpunkt, der sogenannte P3,
gebrochen worden. So, das sieht man hier drüben, das ist letzte Woche passiert und dann haben wir nochmal versucht, kurz zu rüber zu kommen, aber jetzt sieht es erstmal so aus, als wenn die Korrektur hier doch wesentlich weiter fortschreitet. Wir haben auch den EMA 200 hier nicht halten können, das heißt, der Markt ist von hier aus auch durchgerutscht, sodass hier die Wahrscheinlichkeit doch recht groß ist, dass sich hier ein mittlerer Abwärtstrend gerade auf Stundenbasis etabliert, was natürlich dann Sinn machen könnte, hier im Intraday-Bereich tatsächlich die ein oder andere Aktie im Nasdaq auf der Short-Seite sich etwas genauer anzuschauen. Wenn wir da jetzt auf die Stunde gehen, dann können wir auch wirklich sehr schön sehen, wie der Markt hier dann bergab gelaufen ist. Also was erstmal ganz normal ist, eine Korrektur, die dann aber leider zu weit geführt hat. Das heißt, wir sind hier durch den Bereich durchgerutscht, wo wir nicht durch sollten. Naja, und von da aus hat sich dann hier dann ein neuer Abwärtstrend gebildet. Und wir sehen hier auch sehr schön, dass die Abwärtsbewegung gerade jetzt zum Schluss hier doch sehr dynamisch verlaufen ist. Und die Korrektur jetzt mustergültig so bis an den letzten P2 der Ausbruchsmarke gekommen ist. Das heißt also, von hier aus besteht jetzt wieder die Chance, dass der Markt tatsächlich weiter nach unten abdreht. Das ist aber nur für die Trader interessant, die jetzt tatsächlich Intraday handeln. Das heißt also niedriger als Stunde, wenn man den Chart jetzt aufklappt und jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt auf einer niedrigeren Zeiteinheit hier handeln, dann macht es durchaus Sinn, sich jetzt vielleicht den einen oder anderen schwächeren Wert hier im Nasdaq anzuschauen. So, was haben wir jetzt hier für vielleicht für die Devisenpaare und dann kommen wir vielleicht in den Aktienbereich, weil wir jetzt gerade auf der, ich sag mal, auf der großen Skalierung erstmal sind. Short interessant, ich mache jetzt einfach auch hier erstmal den Tageschart auf. Wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen und der Wert hat sich auch weiterhin sehr gut entwickelt und zwar der Schweizer Franken gegen den japanischen Yen. Das war hier vor 4 Wochen, als wir zusammen das Webinar gemacht haben und als ich gesagt habe, also hier macht es durchaus Sinn, sich nach Short-Positionen umzuschauen. Das war genau hier vor 4 Wochen an diesem Tag, das war der 4., glaube ich, April und seitdem können wir hier sehen, ist der Markt hier doch sehr, sehr stark unter Druck geraten. Wir haben hier ja fast 5000 oder 500 Punkte hier nach unten genommen. Auf Tagesbasis wird es wahrscheinlich keiner getradet haben, sondern eher wahrscheinlich im Intraday-Bereich. Deswegen schalte ich jetzt einfach mal auf die nächst kleinere Zeiteinheit runter auf Stunde. Da brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Kerzen mehr. Ich hoffe, da ist der Fall. Jawohl, da kann man es dann ganz gut sehen. Wie kommt man in solche Trades hinein? Also hier war die letzte Besprechung gewesen und wir sehen hier den letzten, was ich immer mache, bevor ich Short trade, ist, dass ich mir die letzte Aufwärtsbewegung halt sehr genau anschaue. Das heißt, hier war ja die starke Bewegung, die wir erst nach oben gesehen haben. Ich zeichne das jetzt mal so ganz grob hier als Trend ein. So, das heißt, wir sehen hier, das war hier die Korrektur gewesen und jetzt kann man auf der anderen Seite sehen, dass dann jetzt hier wieder die Bewegung nach unten gelaufen ist. So, und das ist eigentlich so der wichtige Punkt. Wir sehen hier, dass sich hier ein neuer Trend etabliert hat und jetzt macht es natürlich Sinn, wenn wir das Ganze hier sehen. Es gab hier einen Trendbruch, der Markt läuft hier runter, hier an so einer Stelle dann tatsächlich auf die Short-Seite wieder zu wechseln, weil wir dürfen nicht vergessen, das große Bild, was wir gesehen haben, das ist ja Short. Ich mache es hier nochmal auf. Wie gesagt, hier im Tageschart, wir sind hier in einer sauberen Abwärtsbewegung gewesen und haben dann versucht hier oder haben hier die Chance gehabt, dann auf die Short-Seite zu wechseln. Und wenn man dann solche Trades macht, egal ob man das jetzt, wie gesagt, auf Stundenbasis macht, was ich jetzt sehr gerne mache im Devisenmarkt, oder ob Sie jetzt die untergeordneten Zeiteinheiten nutzen, was man natürlich auch sehr gut machen kann, auf 5 Minuten oder auch noch kleiner, weil das dann vom Risk Management natürlich häufig bei kleineren Konten besser passt als bei mittleren und großen Konten. Aber dann kann man hier wirklich sehen, wie sauber hier dann diese Trends hier laufen. Und wir haben hier wirklich die Möglichkeit gehabt, auch auf Stundenbasis hier sehr, sehr lange in diesem Trade drinnen zu bleiben und erst hier unten dann zum Schluss, muss man hier das mal zusammenziehen, dann kam es hier zum Ausstopper auf der rechten Seite, dann als der Markt dann die Abwärtsbewegung beendet hat und eine neue Konsolidierung eingeleitet hat. Das heißt, hier so kann man an Trades herangehen, so würde ich persönlich immer an einen Trade herangehen.
Wie gesagt, ich bin nicht der wahnsinnig riesige Freund, Devisen unbedingt auf Minutenbasis zu handeln, aber so in mittleren Zeiteinheiten kann man es wirklich sehr gut machen, gerade sobald man hier sieht, dass wir aus der Korrektur kommen und dann wieder in einen neuen Trend nach unten laufen, so wie wir es hier eben entsprechend eingezeichnet haben. Das heißt, hier ist die Korrektur. Solange die in Kraft ist, braucht man natürlich nicht wieder in die andere Richtung traden, aber wenn sich dann hier wieder die Bewegung nach unten setzt, was hier auch auffällt, ist, dass die Korrektur hier eher flach verläuft und die Bewegung, die jetzt wieder in den Haupttrend zurückgeht, wieder sehr dynamisch, sehr steil ist. Von daher macht es auf jeden Fall dann immer Sinn, hier entsprechend dann die Bewegung zu handeln, beziehungsweise im Untergeordneten dann den Trend. Wie sieht es jetzt momentan aus? Da haben wir im Prinzip ein ähnliches Bild. Wir hatten danach wieder eine Korrektur gehabt und haben jetzt in den letzten 3 Tagen eine recht starke Abwärtsbewegung auch im Stundenchart gesehen. Das heißt, wenn wir uns die Stunde jetzt dann nochmal etwas genauer hier anschauen, was ist da passiert. Wir sehen hier wirklich, hier ging es dann doch sehr steil bergab. Die meisten von uns werden das wahrscheinlich nicht getradet haben. Warum nicht? Weil es natürlich zur nachtschlafender Zeit gewesen ist während der Japan-Session. Das heißt also, ich habe hier keinen Trade absetzen können, weil das, ich werde deswegen nicht aufstehen nachts, nur weil im Devisenbereich vielleicht was los ist. Das heißt, für mich ist es jetzt wichtig, gerade nach dieser starken Abwärtsbewegung hier jetzt die Korrektur abzuwarten, die sich jetzt wahrscheinlich hier anschließen wird und nach der Korrektur dann versuchen, hier wieder in den Markt hineinzukommen und dann wieder, so wie jetzt vorhin auch schon angezeigt, so und dann hier wieder mit einem 1, 2, 3 dann wieder in die Short-Richtung. Also Long macht hier überhaupt keinen Sinn, im Schweizer Franken gegen den japanischen Yen zu handeln. Also ich bin ein großer Freund davon, einfach in der Trendrichtung zu bleiben, die das große Bild uns zeigt, und das werde ich hier natürlich auch weiterhin machen. So, Euro gegen japanischen Yen, hier haben wir im Prinzip dasselbe Bild, das auch den Bereich haben wir vorgestellt vor 4 Wochen, Euro gegen japanischen Yen. Auch hier kann man wirklich sehr gut sehen, hier dieselbe starke Abwärtsbewegung und auch in den letzten 2 Tagen, deswegen werde ich hier jetzt nicht nochmal so detailliert darauf eingehen. Ist natürlich sehr häufig so, wenn man ein Währungspaar hat, so wie jetzt hier der japanische Yen, dass der natürlich häufig dann gegen andere Währungen dann tatsächlich stark oder entsprechend schwach unterwegs ist. Und das haben wir vorhin im Schweizer Franken, jetzt im Euro. Man könnte jetzt auch noch den japanischen Yen gegen den US-Dollar nehmen. Also da würden wir ähnliche Bilder bekommen. Das heißt also auch hier abwarten jetzt auf Stundenbasis, was die Korrektur bringt, und dann wieder völlig versuchen, hier auf der Stunde in einen Short Trade hineinzukommen. Was haben wir noch? Das ist einmal das britische Pfund gegen den kanadischen Dollar. Auch hier sehen wir sehr schön, dass sich hier die Währung doch sehr schwach präsentiert. Wenn wir uns die letzten 10, 12 Wochen anschauen, von der 209 herunter auf die 183. Das sind im Devisenmarkt Welten, das Ganze. Und man kann das wirklich sehr früh erkennen, solche Phasen, wann man es nicht mehr traden sollte. Wir haben hier so eine sogenannte Top-Bildung gehabt mit einem dreifach hoch. Das ist eigentlich immer ein Alarmsignal, wenn wir uns das hier anschauen, so den oberen Bereich. Der Markt hat es dann nicht geschafft, hier durchzustoßen. Auch die Hochs sind nicht mehr höher gewesen als die vorherigen. Und dann hat sich hier, wie das häufig so üblich ist bei der Top-Bildung, dann tatsächlich hier dann ein neuer Abwärtstrend gebildet. Und von da aus ging es dann sehr, sehr schnell durch den EMA 200 hinunter. Und wie gesagt, das sind genau die Dinge, die wir natürlich fürs Trading brauchen. Hier Vorteil ist, wir sind jetzt in der Korrektur und können jetzt wieder versuchen, aus der Korrektur heraus Positionen aufzubauen im Intraday-Bereich. Das heißt, schauen wir doch mal hier, was die Stunde so bringt. Die Umsätze können wir hier unten rausnehmen, die sind hier eigentlich gar nicht so wichtig, es sei denn, sie handeln entsprechend mit dem Future, dann kann man natürlich schon mal ein bisschen auf die Umsätze schauen, aber ansonsten im Minutenbereich als CFD ist es jetzt nicht ganz so wichtig. Hier sehen wir auch, hier unten gab es dann hier so dieses typische Tief, was wir vorhin auch auf der Oberseite als hoch gesehen haben. Unterschied ist nur, dass wir hier tatsächlich neue Tiefs bekommen haben. Das Spannende daran ist aus meiner Sicht eigentlich, dass hier die Fehlerquelle extrem hoch ist bei vielen Tradern, denn die versuchen natürlich häufig, diese Tiefs zu kaufen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig und vor allen Dingen sehr gefährlich, denn immer wenn man Tiefs
Teams kauft, läuft man natürlich Gefahr, dass es tatsächlich sehr schnell, so wie hier, zu einem Trendwechsel kommt und man weiß eigentlich gar nicht so recht, wo ich den Stopp hinlegen soll. Denn wenn ich hier dieses Tief kaufe und ich würde jetzt hier in dieser Trendgröße sein, dann ist mein Stopp doch extremst weit häufig weg und man sieht plötzlich, zack, man wird halt rausgeholt, man kriegt eine kleine Position eigentlich nur zu kaufen und man geht eigentlich ein relativ großes Risiko ein. Und das sollte man sich immer vor Augen halten. Also wenn man hier unten solche Trades macht, Positionsgröße klein, Risiko im Regelfall groß. Selbst wenn man sagt, naja, ich will ja nur 50 Euro oder 100 Euro Risiko machen, okay, aber nichtsdestotrotz, die Positionsgröße wird halt extrem klein und der Markt muss sehr, sehr weit laufen, damit wir hier einen profitablen Trade bekommen. Denn wenn wir schauen, hier unten, wenn wir den Durchbruch getradet hätten, hier oben wäre das Hoch, das Ganze wäre hier im Prinzip Stop-Marke gewesen, das heißt, wenn wir das Ganze wirklich hätten handeln wollen und vielleicht ein Risikoverhältnis von 1 zu 1 oder mindestens 1 zu 2 hätten haben wollen, dann kann man mal schauen, wie weit der Markt fallen muss, damit man überhaupt an sein Ziel kommt. Das heißt, der Markt hätte hier mindestens dann bis zu 1,78 fallen müssen. Und das wäre mir persönlich hier viel zu riskant. Deswegen werde ich hier diese Tiefs niemals verkaufen. Das macht aus meiner Sicht, wie gesagt, sehr wenig Sinn. Dasselbe Spiel hier drüben wieder. Der Markt rutscht hier ein kleines bisschen tiefer und korrigiert sofort, macht hier nochmal zwei neue Tiefs, um dann komplett hier wieder eine starke Aufwärtsbewegung zu machen. Viel besser und einfacher ist es, wie gesagt, aus der Korrektur heraus zu handeln. Das heißt, wir warten einfach ab, bis diese Korrektur hier beendet ist und man versucht dann hier neu in eine neue Abwärtsbewegung hineinzukommen. Und dafür gehe ich dann einfach vor, wie vorhin auch schon gezeigt. Ich schaue mir die Abwärtsbewegung hier an, vorher aber erst die Korrektur. Der Markt läuft hier runter, hier rauf, hier runter. Kann man eigentlich ganz schön sehen. So. Und jetzt ist er im Prinzip hier hochgelaufen, hat dann versucht, einen neuen Trend nach unten zu etablieren. Das funktioniert meistens im ersten Anlauf noch nicht so gut. Das sehen wir auch hier schon. Der Markt rutscht hier sehr schnell herunter, was erstmal dafür spricht, dass es doch gut gehen könnte. So, und dann sehen wir, dass aber im Anschluss daran hier diese Abwärtsbewegung auch beendet wurde. Das heißt, hier ist sich schon wieder eine neue Korrektur angeschlossen. Das heißt, ich würde hier jetzt erst tatsächlich neue Shorts aufmachen, wenn der Markt hier so unter die 1,8230 in etwa geht und von hier aus dann versuchen, tatsächlich Richtung Tiefs zu handeln, hier, die so etwa bei 1,8130 liegen, im Intraday-Bereich natürlich, das heißt also nicht auf Stunde, sondern tatsächlich dann auf M10 oder auf M5, dann haben wir hier doch gut 100 Pips, die wir hier auf der Seite mitnehmen können. Wichtig ist dabei natürlich zu beachten, dass der Stop dann nicht 100 Punkte oder mehr sein darf, sondern dass wir hier schon schauen sollten, dass der Stop vielleicht so um die 20, 25 Pips maximal ist. Dann macht es durchaus Sinn, hier einen solchen Trade in Richtung der alten Tiefs dann zu machen, hier dann vielleicht die Hälfte glattstellen an diesem Bereich oder auch die gesamte Position, je nach Risk und Money Management. Das ist natürlich ein eigenes Thema, Risk und Money Management, wie man dann mit so einer Position fortgeht oder ob man es sogar versucht, weiter zu rollen in die nächstgrößere Zeiteinheit, vielleicht auf Stundenbasis. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir noch ein Devisenpaar dazu, und zwar der britische Pfund gegen den japanischen Yen. Auch hier einmal kurz erst den Blick auf den Tageschart. Das ist aus meiner Sicht wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man immer im großen Chartbild anfängt und dann Stück für Stück nach unten geht. So, auch hier wirklich sehr schön zu sehen, wie der Markt hier sehr sauber nach unten läuft und das auch schon seit einigen Monaten. Das heißt, man kann wirklich sehr schön davon profitieren. Besonders interessant sind natürlich immer die Phasen, wenn der Markt hier so eine starke Abwärtsbewegung hingelegt hat, um dann versuchen, aus der nächsten Korrektur dann wirklich den nächsten Schwung hier wieder mitzunehmen, so wie wir das auch hier gesehen haben. Dann wieder der Rücklauf, auch hier der Rücklauf, nur wieder so bis an den letzten P2 heran, dann wieder nach unten. Hier die Korrektur war dann schon wesentlich stärker und dann hier wieder die Abwärtsbewegung. Das heißt, wir sind hier ganz klar in einem sauberen Abwärtstrend, weil wir haben fallende Hochpunkte und auch fallende Tiefpunkte. Was wir dann gesehen haben, ist eine Korrektur, die zwischenzeitlich seit 2, 3 Tagen wieder beendet ist und wir wieder auf der Short-Seite aktiv sein können.
Dafür ist es natürlich wichtig, wieder in das nächst kleinere Chartbild zu schauen, hier dann in den Stundenchart. Und auch hier kann man dann wirklich sehr schön sehen, dass das, was wir auf Tagesbasis gesehen haben, hier dann auch im Stundenchart zu sehen ist. Hier einmal die Korrektur, die wir vorhin im Tageschart hatten, sehr, sehr schön zu sehen. Hier ist der Markt wirklich sehr sauber nach oben gelaufen. So, hat dann hier den Durchbruch bekommen und dann hier die neue Abwärtsbewegung. Und da macht es dann wirklich Sinn, sobald wir dann, wie gesagt, solche Chartbilder sehen, doch etwas genauer hinzuschauen, wie kommen wir jetzt hier in solche Trades hinein. Auch hier wirklich sehr, sehr schön zu sehen, Bewegung und Korrektur wechseln sich hier sehr sauber ab. Ist auch vollkommen normal, weil, wie gesagt, der große Trend zeigt ja nach unten und da macht es dann durchaus Sinn, hier wirklich sehr genau hinzuschauen. Und jetzt sind wir in den letzten Stunden hier wieder etwas nach oben gelaufen und hier müssen wir jetzt einfach nur noch schauen im Intraday-Bereich, ob wir dann hier dann die Möglichkeit haben, dann tatsächlich wieder eine Wende zu bekommen. Das heißt, wir haben hier die Aufwärtsbewegung gesehen und wenn es jetzt hier wieder nach unten geht, in der nächst kleineren Zeiteinheit oder Trendgröße, da möchte ich dann auch jetzt einfach mal hingehen. Vielleicht nehmen wir mal den 5-Minuten-Chart, damit man auch mal sieht, wie das dann hier aussieht. Das heißt, wir sehen hier die letzte Bewegung nach oben. Und jetzt zeichne ich das nochmal ein, damit wir das auch haben. Also hier kann man ganz gut sehen, der Markt ist hier raufgelaufen, hier herunter, herauf, herunter. So, hier hat neues Hoch markiert. Jetzt auf der Gegenseite beginnt der neue Trend wieder nach unten. Und das ist natürlich für uns jetzt wiederum die Chance, hier in diesen Markt einzusteigen. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Und wenn der Markt jetzt zum Beispiel hier neue Tiefs markieren würde, haben wir hier natürlich wieder ein gutes Setup, um hier in den Markt hineinzukommen. Und ob man das Ganze jetzt als Trend handeln möchte, als Bewegung, ob man es jetzt auf 5 Minuten traden möchte, vielleicht größere oder kleinere Zeiteinheit, mal ganz dahingestellt. Ziel sollte auf jeden Fall erstmal wieder sein, hier die alten Tiefs bei ungefähr 1,5530, 1,5520 und von da aus dann natürlich auf die Trendfortsetzung wieder zu spekulieren. Das heißt, dass der Markt dann von da aus nochmal ein ganzes Stück weiterlaufen kann. Und das bei einem doch recht geringen Risiko, weil wir haben hier doch noch einen recht engen Stop. Sollte der zu groß sein als Trendhändler, dann eben entsprechend entweder den Chart aufklappen, eine kleinere Zeiteinheit wählen oder entsprechend einen Bewegungstrade machen. Okay, das denke ich für die Short-Seite. Wir haben noch hier ein paar Devisenpaare gefunden, die man ganz gut handeln kann. Wie gesagt, wir haben viele Werte, die wir auch beim letzten Mal schon besprochen haben, die sich extremst gut entwickelt haben. Ich habe auch viele positive Kommentare dazu bekommen beim letzten Mal vom einen oder anderen, der den Trade gemacht hat. Und das Ganze wollen wir uns jetzt natürlich auch auf der Long-Seite anschauen, unter anderem dann auch in entsprechenden Einzelaktien, wo man vielleicht den einen oder anderen Trade machen kann. So, und beim letzten Mal haben wir auch vor 4 Wochen über die Aktie American Tower gesprochen. Auch die hat zwischenzeitlich eine kleine Konsolidierung eingeleitet und es sieht auch hier so aus, als wenn die Aktie sich hier stabilisieren könnte und dann von hier aus dann auch wieder Richtung neue Hochs laufen kann. Wichtig ist das Ganze, sich dann wie gesagt immer im Stundenchart dann anzuschauen und hier sehen wir, ist die Abwärtsbewegung gewesen. Wir haben ja noch nicht genug Power, um hier einen neuen Long-Trend ausmachen zu können. Auch das zeichne ich hier nochmal ein, weil wir die Aktie, wie gesagt, beim letzten Mal besprochen hatten. Wir sehen hier, der Markt kommt hier zwar hoch, aber, und das ist so für mich so der entscheidende Faktor, wir haben hier die Abwärtstrendbewegung noch nicht vollends beendet. Das heißt also, wir müssen uns das hier ein bisschen anschauen, etwas genauer, dann sehen wir, okay, der Markt läuft hier hin. Wir sind noch nicht so richtig durchgestartet. Dafür ist es immer wichtig, dass wir sogenannte Full Bars bekommen, also so eine Kombination, so wie hier, wo der Markt dann wirklich losläuft. Das ist hier noch nicht gegeben, deswegen wäre ich hier jetzt noch mit dem Wiedereinstieg ein bisschen vorsichtig. Aber wir schauen einfach mal, was wir ansonsten noch für Positionen finden. Bleiben wir mal erst vielleicht im amerikanischen Markt hier noch. Gehe ich auch erst nochmal auf den Tageschart. So, da können wir dann einmal hier schauen. Auch hier haben wir
einen sauberen Aufwärtstrend in der CBDX Spectrum. Wir haben hier ein Doppeltief gesehen, auch hier Anfang Februar, ähnlich wie im Index. Und von hier aus ist dann die Rallye gestartet von der 130 hoch bis zur 160, also gut 20, fast 25%, die wir hier gesehen haben. Auch hier sehr mustergültig das Ganze bis jetzt verlaufen und deswegen auch sehr interessant aus meiner Sicht hier darauf zu spekulieren, dass die Aktie hier weiterlaufen könnte, hat hier doch einiges an Potenzial. Wir sehen hier, der Markt ist hier zweimal oben angelaufen, nochmal korrigiert, ist dann hier aus dieser Seitwärtsrange ausgebrochen. Zeichne ich hier auch nochmal ein, hier diese Seitwärtsphase und dann, wie gesagt, nach diesem Ausbruch dann sehr dynamisch angelaufen. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir den Trade hier schon an der Stelle gemacht hätten, als der Markt hier durchgebrochen ist. Das haben wir jetzt nicht, das ist aber auch kein Problem, sondern wir müssen jetzt natürlich abwarten, was passiert jetzt hier in der Konsolidierung und haben wir jetzt dann die Chance, von hier aus zum Beispiel wieder in den Markt hineinzukommen. So, nächste Aktie, BSX. Hier sehen wir, gab es letzte Woche ein richtig schönes Eröffnungsgap. Ist etwas, was die einen Trader lieben, die anderen hassen Gaps. Das ist ein eigenes Thema, Gaps. Da kann man Stunden im Prinzip drüber sprechen, wo die Vor- und Nachteile liegen. Ich selber bin ein riesengroßer Freund von Gaps, die mir wirklich sehr viel Performance eigentlich im Prinzip jeden Monat und auch jedes Jahr wieder in die Kassen bringt. Problematisch sind Gaps eigentlich nur, wenn man in einer Position drinne steckt, auf der falschen Seite steht und es entsteht dann das Gap. Aber das meine ich auch gar nicht. Ich bin auch gar nicht, dass ich sage, ich möchte jetzt hier in der Position sein und dieses Gap hier dann positiv für mich bekommen. Natürlich finde ich es gut, nur das wird sehr selten passieren, weil diese Gaps entstehen natürlich häufig, wenn die Unternehmen Zahlen bekannt geben. Also Quartalszahlen, dann entstehen häufig Gaps und ich werde dann versuchen, nach diesen Quartalszahlen dann häufig wieder in den Markt einzusteigen, weil ich natürlich nicht das Risiko eingehen möchte, dass das Gap gegen mich läuft. Das ist natürlich immer so eine Geschichte. Das heißt, wenn ich schon sehr lange in so einem Trade drin bin vor Quartalszahlen, nehmen wir mal an, wenn hier unten irgendwann reingekommen, dann ist es egal, wenn ein Gap entsteht oder mir persönlich wäre es egal. Aber wenn ich jetzt hier so ein, zwei Tage vor den Quartalszahlen dann mir überlege, will ich jetzt da rein in den Trade oder nicht, dann würde ich mich eher dagegen entscheiden, weil es macht aus meiner Sicht halt wenig Sinn vor Quartalszahlen, weil wir das Risiko hier kaum vernünftig kalkulieren können. Jetzt allerdings, nachdem es hier zum Gap gekommen ist, macht es wiederum durchaus Sinn, sich die Aktie etwas genauer anzuschauen, denn Gaps sind ja eigentlich nichts anderes als Kaufdruck, der hier entsteht und wir haben hier dann sicherlich nach der Konsolidierung, die jetzt hier natürlich auch angelaufen ist, hier wieder gute Chancen, hier in einen Trade vielleicht hineinzubekommen. Wir sehen hier sehr schön die Konsolidierung und wenn der Markt jetzt es schafft, hier ein neues Hoch zu markieren, dann wäre ich auf jeden Fall interessiert daran, diese Aktie auf der Long-Seite mitzunehmen. Immer Voraussetzung natürlich, dass der S&P 500 weiter positiv bleibt und auch einen schönen Long Trade hat. Caterpillar, sicherlich auch dem einen oder anderen bekannt. Auch hier haben wir in den letzten Wochen wirklich einen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend gesehen. Hier ist es ein bisschen anders. Hier ist die Aktie, wie gesagt, auch in einem sauberen Aufwärtstrend, hat auch seit Anfang des Jahres hier richtig Boden gut machen können, hat das Tief so bei 56, 57 Dollar gehabt, hat von hier aus dann 50% Bewegung nach oben machen können. Das heißt, hier haben wir wirklich eine Aktie, die sehr, sehr stark ist und macht hier auch wirklich einen sehr, sehr sauberen Trend. Das heißt, wir sehen hier sehr schön, wir haben steigende Hochpunkte, können hier auch steigende Tiefpunkte festmachen. Und was jetzt natürlich wichtig ist, wir wollen ja nicht immer versuchen, nur an den Hochs zu kaufen. Wir können hier wirklich aus der Korrektur versuchen, dann in die Aktie hineinzukommen. Und das macht dann auch wirklich durchaus Sinn, weil das ist eigentlich ja das, was für uns immer sehr angenehm ist, weil wir bekommen ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, weil unsere Stops sehr eng sind und haben hier wirklich dann sehr viel Platz, auch zumindest erst einmal bis an diese Hochs hier ran, bis an die 90er-Marke. Das heißt, es sind nochmal gut 15-20%, die wir hier nutzen können für unseren Trade. So, dann habe ich hier noch eine Aktie aus dem amerikanischen Markt herausgesucht, CBS Corporation. Auch hier haben wir einen sehr schönen, sauberen Trend.
Auch hier kann man ganz gut sehen, seit Februar, also in den letzten 8 Wochen hier sehr schön dynamisch nach oben gelaufen. Hat jetzt nicht gleich 50% gemacht, aber doch gut 25 bis 30%, befindet sich auch momentan in der Konsolidierung, was natürlich sehr schön ist, weil auch der S&P 500 gerade in der Konsolidierung ist. Und wenn die Aktie es hier schafft, aus der Konsolidierung herauszukommen und dann wieder entsprechend auf dem nächst kleineren Trend hier vielleicht ein 1, 2, 3 abzubilden, sorry, dann macht es hier auch durchaus Sinn, hier wieder in die Aktie hineinzugehen. Hier während der Konsolidierungsphase, ich zeichne das auch mal ein, macht es natürlich wenig Sinn, hier momentan reinzugehen, denn wenn wir uns das Ganze anschauen, der Markt läuft runter, die Aktie läuft rauf, wieder fast ans Hoch heran, wieder herunter. Also das hier auf der Short-Seite zu traden, macht halt wenig Spaß und bringt meistens nur große Löcher in Ihr Konto hinein. Macht also, wie gesagt, wenig Sinn. Ich würde immer versuchen, in die Hauptbewegung hineinzugehen, das heißt tatsächlich in den Haupttrend des Tages und dann versuchen, das Ganze intraday für mich zu nutzen. So, kommen wir noch vielleicht noch zu einer Aktie aus dem US-Markt, Lockheed Martin. Auch hier sehen wir sehr schön im Tageschart, dass die Aktie sich hier sehr sauber bewegt, befindet sich hier auch auf Jahreshoch momentan. Das heißt, hier kann man wirklich sehen, dass es sehr viel Spaß macht, in so einer Aktie zu sein. Wenn man das im Screening findet, frühzeitig, das ist natürlich immer ein ganz wichtiger Faktor, dieses Screening, wie findet man entsprechende Werte, dann macht es natürlich durchaus Sinn, sich dann frühzeitig auf einen solchen Wert zu setzen. Aber jetzt für die nächsten Tage und Wochen sieht es hier auf jeden Fall sehr gut erstmal aus. Wir haben, wie gesagt, hier ein neues Jahreshoch markiert und von hier aus, denke ich, haben wir auch wieder realistische Chancen, weiter steigende Kurse in den nächsten Tagen zu sehen. Mental, wie gesagt, ist es immer etwas schwieriger, weil die Aktie schon hier am Hoch sich befindet. Deswegen habe ich heute mal Aktien rausgesucht, die sowohl jetzt wie hier am Hoch sind, aber eben auch aus der Konsolidierung gerade herauslaufen, je nach Lage des Traders und mentaler Verfassung. Gibt es ja Trader, die lieben lieber die eine Art des Handels, die andere lieber hoch zu kaufen. Das spielt auch eigentlich gar keine große Rolle. Natürlich gibt es für beides Vor- und Nachteile, das ist ganz außer Frage. Würde jetzt auch zu weit führen, jetzt über die ganzen Dinge zu sprechen und wo die Chancen größer oder kleiner sind. Wichtig ist eigentlich, dass beides sehr profitabel umzusetzen ist und wie gesagt, wenn man die Chance hat, aus der Konsolidierung heraus, ist es eigentlich auch eines der Setups, die ich sehr, sehr gerne verwende und über die wir jetzt auch in den kommenden Wochen bei erfolgreich CFDs handeln, sprechen werden. Einfach, wie kommt man in so einen Markt hinein und wie findet man dann auch die entsprechenden Setups für den Intraday-Handel. Ja, das waren jetzt hier die Positionen, die ich jetzt auf meiner Watchlist für die nächsten Tage habe. Das war jetzt hier nur ein kleiner Auszug, das sieht man schon daran, dass wir ja nicht das gesamte Alphabet durch haben, sondern wirklich nur einige Werte, die besonders gut aussehen. Weiterhin im Depot habe ich noch zwei Werte, die ich beim letzten Mal auch schon vorgestellt habe. Möchte ich auch noch kurz drauf eingehen, weil ich dazu auch ein, zwei Fragen in den letzten Wochen bekommen habe. Fangen wir erstmal mit der Aktie an, die im Moment relativ schwach unterwegs ist, und zwar ist es die Morphosis-Aktie. Ich habe jetzt hier gerade nicht mehr drin das Bild, wo ich eingestiegen bin. Ich kann es aber kurz einzeichnen, werde es auch dann die Woche nochmal in meiner Facebook-Gruppe posten mit den Ausführungen. Also ich bin hier am hoch in den Trade hineingekommen, als hier der Ausbruch gekommen ist. Dann gab es hier ein Gap zurück. Ja, und jetzt ist die Aktie im Prinzip genau wieder auf meinem Level angekommen, wo ich in die Aktie eingestiegen bin. Das heißt, es ist so ein Plus-Minus-Null-Trade momentan. Ich sehe aber noch nicht so den Grund, warum ich die Position hier schließen sollte im Moment. Deswegen lasse ich sie hier auch noch offen, weil im Endeffekt kann ja mit dem Trade nicht viel passieren. Das Einzige, was passieren kann, ist, wenn man ausgestoppt wird, dass man halt entsprechend ein R, was man vorher kalkuliert hat, verliert. Ob das dann bei Ihnen vielleicht 10 Euro, 50 Euro, 100 Euro oder auch 250 Euro sind, spielt erstmal keine große Rolle. Das ist das Einzige, was hier passieren kann. Das gehört auch zum Trading mit dazu. Auch das sollte man nicht vergessen. Es sieht immer häufig so aus, dass man einfach sagt, naja, bei Tradern, die das hauptberuflich machen, da sieht man immer nur Trades, die funktionieren, beziehungsweise die haben keine Verlusttrades. Sie haben natürlich genauso Verlusttrades wie jeder andere auch. Also hier die, wie gesagt, hier die Aufwärtsbewegung, die wir hier gesehen haben, Stop hier, liegt noch ein ganzes Stück weg momentan bei etwas um die 38. Verlusttrades machen wir genau wie alle anderen auch. Oder ich kann ja nur für mich sprechen, also ich habe genauso Verlusttrade wie jeder andere Trader
auch. Die Quoten verändern sich natürlich, das ist auch eine Frage, die immer sehr, sehr häufig kommt. Je kleiner die Zeiteinheiten werden, desto niedriger ist natürlich auch irgendwo die Trefferquote, weil gerade wenn ich auf Minutenbasis unterwegs bin, gebe ich mich natürlich schon eher dem Zufall hin, während wenn ich auf Tag und Stunde agiere, hier häufig doch sehr, sehr starke Trefferquoten habe. Wir haben es ja auch schon mal im Rahmen von kleines Konto Großtraden gezeigt, Trefferquote gut über 70%, die wir dort hatten. Wir haben das in einem Zeitraum über 4,5 Monate gemacht und wie gesagt, auf Tagesbasis und Stundenbasis haben wir recht hohe Trefferquoten, aber wenn wir jetzt auf Minutenbasis gehen, dann haben auch Händler wie ich, die jetzt wirklich tagtäglich handeln, Trefferquoten auch, die sich um die 50% nur bewegen und das ist aber auch vollkommen ausreichend fürs Trading. Eine Aktie, die ich schon seit einigen Wochen im Depot habe, das ist die Thyssen-Aktie, auch die ist immer noch im Depot, wird auch bleiben. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade keine Anbindung zu Interactive Brokers, deswegen sieht man es gerade hier nicht, aber ich kann es, wenn es interessiert, ich werde es gerne morgen oder übermorgen in meine Facebook-Gruppe nochmal posten, den Trade, dann sieht man auch wieder hier die Einstiege für den Trade, das heißt, hier unten ist der Einstieg gewesen, hier habe ich es auch markiert, ungefähr bei 15,20 Euro und wir haben hier einen sehr, sehr sauberen Aufwärtstrend gehabt, die Aktie ist hier gut 30% momentan vorne, das ist also sehr schön, wenn man so einen Trade auch mal erwischt, das ist natürlich auch nicht an der Tagesordnung, dass man hier so in etwa 30% vorne liegt, auch hier natürlich Stop liegt hier noch ein bisschen weg, da haben wir keine Probleme mit dem Trade, ist ein Trade, den ich nicht auf Tagesbasis eingegangen bin oder auf Stunde, sondern im Intraday-Bereich, das heißt, ich habe hier den Trade auf M5 schon offen gehabt, konnte ihn dann transferieren auf die Stunden und er läuft jetzt im Tageschart. Und hier gehe ich mal davon aus, dass wir hier noch gut Möglichkeiten haben, weiteres Potenzial, dass die Aktie weiter steigt. Deswegen, wie gesagt, sehe ich hier keinen Grund, hier aus der Position auszusteigen. Teilverkäufe habe ich natürlich schon mitgenommen. Auch das gehört natürlich zum guten Trading-Plan dazu. Das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wo ich jetzt vielleicht zum Abschluss auch nochmal drauf kommen möchte, bevor wir gleich in die Fragerunde gehen. Man sollte wirklich, wenn man handelt, sich ein paar Dinge vor Augen führen. Also das eine, was man auf jeden Fall braucht, ist erstmal so das fachliche Wissen. Ich denke, jeder von Ihnen wird sich sicherlich mit Börse in irgendeiner Art und Weise beschäftigt haben, ob es jetzt mit Lesen von Büchern ist, sich Webinare angeschaut hat oder wie auch immer. Man bekommt dadurch ein sehr schönes, breites Fachwissen, allerdings meistens nicht in die Tiefe. Das ist aber wichtig fürs Trading, dass man auch in die Tiefe im Prinzip Bescheid weiß, weil wir müssen uns immer überlegen, wer ist denn so unser Kontrahent auf der anderen Seite und mit diesen sollten wir uns natürlich auf Augenhöhe bringen. Das heißt, es macht halt wenig Sinn, hier zu schauen und zu sagen, naja, das wird schon irgendwie gut gehen. Irgendwie wird das nämlich meistens dann leider nicht gut gehen und das ist immer das Problem. Deswegen ist es hier wirklich wichtig, sich gut vorzubilden, weil wie gesagt, die Händler, die auf der anderen Seite sind, die sie beim Traden nicht sehen. Die sind meistens gut vorbereitet und leben auch zum Teil vom Trading, wie ich auch seit 18 Jahren davon lebe. Ich mache das Ganze jetzt 20 Jahre, davon seit 1998 hauptberuflich. Und da können Sie sich darauf verlassen, dass die das hauptberuflich machen, und das bin nicht nur ich, sondern auch viele andere meiner Kollegen, sehr gut vorbereitet sind. Und da sollten Sie auf jeden Fall sehen, dass Sie das Fachliche drauf haben und dann natürlich ganz wichtig, dass Sie einen Handelsplan haben. Ja, also nicht einfach nur so ins Blaue hinein traden, sondern tatsächlich sich vorher genau einen Handelsplan erstellen. Also in meinen Workshops machen wir das immer, dass wir hingehen und sagen, okay, wie muss es denn eigentlich aussehen? Wie soll der Chart aussehen? Wann möchte ich denn überhaupt in den Trade hineingehen? Wo muss der Stop liegen? Wenn ich jetzt eingestoppt werde, wie verwalte ich meinen Stop? Das sind alles Dinge, die sind schon im Vornherein, die man geklärt haben soll, weil dann kommen Sie auch gar nicht erst in die Bedrängnis von Angst und Gier. Plötzlich läuft der Markt ein bisschen gegen Sie oder so. Spielt dabei überhaupt gar keine Rolle, denn wenn Sie einen Handelsplan haben, können Sie sehr entspannt bleiben und das ist auch wichtig im Trading hier, dass man sich nicht unter Druck setzen lässt vom Markt, sondern hier wirklich versucht, sehr entspannt zu bleiben und einfach nur seinen Handelsplan abarbeitet. Das war mir nochmal ein Anliegen, da nochmal kurz drauf zu sprechen zu kommen, weil ich leider immer wieder sehe, dass es viele, viele Trader und Händler gibt, die ohne großen Plan ins Trading gehen und dann sagen, oh, ich weiß gar nicht, warum ich hier verliere. Ich bin eigentlich gut vorbereitet gewesen, so aus dem Gefühl heraus
wirklich wichtig, erstellen Sie einen Handelsplan und nutzen Sie ein Handelsjournal zur Auswertung Ihrer Trades. Auch das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, denn wir haben auch jetzt bei der aktuellen Webinarreihe gesehen, 85% aller Trader haben kein Handelsjournal geführt, nur 15% führen eins aktiv und nutzen es auch für ihr Trading. Und jetzt kommt die weitere spannende Zahl, nur 15% waren auch wirklich profitabel zu Beginn der Webinarreihe und das waren zum großen Teil die Trader, die auch das Handelsjournal geführt haben. Also von daher gibt es hier diesen Zusammenhang und ich kann Sie wirklich immer nur ermuntern, das zu machen. Es macht nicht immer Spaß, gerade wenn man Verlusttrades hat, aber gerade wenn man das wirklich macht und weiß, dass das Ziel da wirklich ist, kontinuierlich Geld aus den Märkten herauszuholen, dann sollte man schon die 10, 15 Minuten Zeit investieren, um dann tatsächlich so ein Handelsjournal zu führen und dann auch professionell auszuwerten. Ja, das war es eigentlich von mir zum großen Marktausblick für diese Woche bzw. diesen Monat. Und ich würde jetzt sagen, wir schauen jetzt vielleicht einfach nochmal die letzten paar Minuten auf die Fragen, die von Ihnen gekommen sind. Vielleicht kann der Nelson hier die eine oder andere Frage mal raussuchen und dann würden wir die dann entsprechend besprechen. Genau. Vorher noch ein kurzer Hinweis, dass die Aktionen Education-Paket und Gutschrift-Webinarreihe natürlich auch für CapTrader gilt. Die Links dazu mit den Informationen habe ich in den Chat reinkopiert. Dann gab es Fragen zu deinem Stop bei Morphosis, aber das hattest du ja bereits beantwortet. Da war ja circa 38, wenn ich das gut in Erinnerung habe. Dann wäre das auch beantwortet. Dann war noch eine Frage, ob du auch die Devisentrades über das Wochenende offen lässt. Ja, das ist eine gute Frage, weil es geht ja nicht nur um Devisentrades, es geht ja im Prinzip um jede Position, die man aufmachen kann, ob Rohstoffe, Devisen oder auch Aktien. Ich mache das wirklich abhängig von der Stoppgröße, die ich habe, beziehungsweise von der Trend- oder Zeiteinheit, die ich fahre. Das heißt, wenn ich einen Trade auf Minutenbasis mache oder 5 Minuten wegen meiner, da macht es aus meiner Sicht halt wenig Sinn, die über das Wochenende mitzunehmen, denn auch über das Wochenende können natürlich im Devisenmarkt Gaps entstehen. Der eine oder andere hat das sicherlich noch im Kopf, was letztes Jahr im Januar mit dem Euro-Schweizer-Franken passiert ist und wenn man dann wirklich nur einen Stop hat von 10 Pips oder 20 Pips und einem haut so ein Ding um die Ohren und man hat dann plötzlich ein Gap von 500 Pips, dann ist das richtig viel Geld und es muss gar nicht so dramatisch kommen, es reicht ja schon, wenn 100 Pips gegen einen laufen und man das 4- oder 5-fache verloren hat. Das heißt, auf den kleinen Zeiteinheiten würde ich eher die Positionen schließen, während auf den großen Zeiteinheiten, wenn man auf Tag und Stunde seiner Position schon hat, weil man vielleicht auf kleinen Zeiteinheiten eingestiegen ist und konnte sie gut rollen auf die größeren, dann würde ich auch die Position über Nacht einfach mitnehmen. Mhm. Dann, ob du kurz skizzieren kannst, wie so ein Screening bei dir aussieht. Also wie du deine Werte letztendlich heraussuchst. Also ich gehe eigentlich immer nach dem gleichen Schema vor, seit gut 12, 13 Jahren. Ich habe tatsächlich immer von Hand mir die Aktien alle angeschaut. Das ist im Devisenbereich relativ einfach, weil es sind ja nicht so viele Devisenpaare. Im Aktienbereich, im deutschen Markt, was ich sehr, sehr viele Jahre gehandelt habe, so die ersten 10 Jahre meines Handelns waren wirklich zum größten Teil im deutschen Markt, war auch noch recht einfach, weil es halt 30 Werte nur waren, vielleicht noch ein paar Nebenwerte. Jetzt mit dem amerikanischen Markt, den ich jetzt so die letzten 8 bis 10 Jahre mit dazugenommen habe, ist es natürlich schon etwas umfangreicher, gerade wenn man sich den S&P 500 anschaut. Im Großen und Ganzen ist es aber relativ simpel. Also wenn ich jetzt hier in so ein entsprechendes Marktbereich hineingehe und mir sage, okay, ich möchte mir auf Stunde traden oder vielleicht auch auf 5 Minuten traden, dann schaue ich mir einfach tatsächlich Aktie für Aktie an, was ist hier auf Tagesbasis für einen Trend und was habe ich für einen Trend auf Stundenbasis. Ich habe die so nebeneinander liegen und schaue dann wirklich sehr, sehr genau, habe ich jetzt einen Trend oder habe ich keinen Trend und dann werde ich versuchen, hier in den Markt hineinzugehen. Das ist wirklich sehr zeitaufwendig, das habe ich aber wie gesagt über 10 Jahre lang immer so gemacht. Heute, jetzt seit einigen Wochen oder Monaten, versuche ich das Ganze ein bisschen Entlastung zu schaffen mit einem automatisierten Bereich. Das kann man ganz gut machen hier mit dem Agena Trade. Ich habe zusammen mit Carsten Berger hier viele, viele Stunden reingesteckt, um meinen Trading-Ansatz hier zu automatisieren, beziehungsweise das Screening zu automatisieren. Wir machen auch einen Workshop dazu im Juni. Wer also daran Interesse hat, mehrere Informationen auf meiner Website. Aber ansonsten, ich schaue wirklich zuerst immer
Was macht der Tag? Habe ich hier einen Trend auf Tagesbasis und dann schaue ich auf die Stunde, habe ich hier auch einen Trend und dann kann ich mich entschließen, auf Tag, Stunde oder vielleicht auch Intraday zu handeln. Aber ich habe es, wie gesagt, viele Jahre von Hand gemacht. Das geht auch, wenn man die Zeit hat. Es ist eine Sache, die schult auch unbedingt das Auge. Das ist ganz, ganz toll, dass man mit der Zeit wirklich, also ich brauche nicht mehr als 2 Sekunden oder 3 Sekunden, wenn ich auf eine Aktie schaue, wie das Chartbild aussieht und ob ich hier einen Trade eingehen möchte oder nicht. Ob das Setup dann passt, ist ein anderes Ding. Aber für Screening selbst, wie gesagt, 1 bis 2 Sekunden maximal, dann weiß man, ob man so eine Aktie haben will, wenn man es lang genug macht. Aber wir machen es im Workshop, haben wir es auch immer so gemacht, dass wir wirklich Aktie für Aktie durchgescreent haben, durch den Nasdaq, durch den S&P 500. Und alle Teilnehmer haben am Ende im Prinzip nur 2, 3, 4 Sekunden gebraucht, um zu sagen, ja, will ich traden oder will ich nicht traden. Das kann man wirklich üben. Und wer das nicht machen möchte, dann muss man es automatisieren. Und dann geht es auch. Dann geht es halt noch schneller. Prima. Die nächste Frage. Der Teilnehmer, der ist leider nicht mehr da, aber wird dann die Antwort auf der Aufzeichnung finden. Er möchte gerne im CFD-Bereich den DAX und Dow handeln, hat aber nicht den ganzen Tag Zeit. Und er fragt hier, ob es jeweils so 1 bis 2 Stunden erfahrungsgemäß gibt, wo die Bewegungen bzw. das Volumen am höchsten ist, beziehungsweise wo es sich am besten oder am meisten lohnt. Ja, also das kann man sicherlich relativ einfach absehen. Das Einzige, was man dafür einfach machen muss, ist in den entsprechenden Index einfach mal hineinzugehen. Ich nehme jetzt mal statt den Dow Jones jetzt mal den S&P 500. Und wenn man hier unten schaut, dann sieht man schon, wo sind die Umsätze. Man sieht, es gibt eine Phasen, wo sind die Umsätze recht hoch und es gibt Phasen, wo die Umsätze sehr niedrig sind. Ich habe da so einen gleitenden Durchschnitt draufgelegt, dann weiß man eigentlich immer, wann man nicht traden soll, beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich, wann haben wir hier viel Umsatz und mal schauen, zu welcher Zeit das hier ist und hier auch. So, das heißt, wenn wir hier schauen, die Umsätze fangen eigentlich an zu steigen zu Handelsbeginn. Das ist hier auch nicht anders, da würde ich drauf wetten, dass auch das hier, wenn wir genauer schauen, wann das ist, auch hier 15, 16 Uhr und das Ganze läuft dann wirklich bis 22 Uhr. Das heißt, wir haben tatsächlich während der regulären Handelssession, in denen die Märkte auch tatsächlich, wo man Aktien handeln kann in den USA, dort macht es durchaus Sinn zu handeln und natürlich gibt es dann nochmal innerhalb des Tages auch nochmal Stunden, wo natürlich die Umsätze wesentlich stärker sind. Ich sage jetzt mal so zwischen 20 und 22 Uhr oder auch wie gesagt zwischen 15 Uhr und 17 Uhr etwa. Okay, dann haben wir noch eine Frage, ob man den Zigzag-Indikator auch nehmen könnte, um den Trend zu sehen. Das weiß ich nicht, das kann gut sein. Ich habe ihn nie verwendet. Also ich bin nicht so der ganz große Freund von Indikatoren, aber einfach selber ausprobieren. Also ich habe es, wie gesagt, auch noch nicht ausprobiert. Also ich zeichne auch normalerweise keine Trends in Charts ein, weil ich mache das hier nur zu Demonstrationszwecken. Ich selber sehe das eigentlich so. Das ist auch bei jedem anderen Trader, der das ein bisschen länger macht und sein System im Prinzip aus dem FF kennt. Also mich kann man nachts um 3 Uhr wecken und sagen, schau mal auf den Chart, ist das hier ein Aufwärts- oder ein Abwärtstrend? Das hat man einfach drauf, weil man schaut halt so viele Charts an. Wie gesagt, im Screening am Montagmorgen schaue ich mir 500, 600 Werte an. Das hat man einfach drauf und das Woche für Woche und das über 20 Jahre. Das heißt also, das braucht man hinterher nicht mehr einzeichnen. Wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, das automatisiert sich einzeichnen zu lassen. Also ich nutze das nicht. Aber wenn man das probieren möchte mit dem Zickzack-Indikator, warum nicht? Gut, dann die nächste Frage, wobei die ein bisschen unvollständig ist. Ich versuche sie einfach mal zu ergänzen. Kann man denn sagen, dass bei ca. 5 bis, da hat der Teilnehmer leider nicht geschrieben, wie viele, ich denke mal 7, 8, irgend sowas, Korrekturen häufig ein Trendwechsel folgt? Naja, also das kann ich so nicht sagen. Also es ist mir noch nicht so aufgefallen. Natürlich, je öfter wird einen neuen Bewegungsansatz bekommen aus der Korrektur heraus, umso größer könnte die Wahrscheinlichkeit sein, dass es zu Ende ist. Aber wir haben das wirklich häufig auch in den Workshops schon gezeigt, dass Trends wirklich zum Teil so ewig lange anhalten. Also so Trends zum Beispiel im DAX, im S&P, die laufen manchmal über Jahre. Natürlich gibt es dann im Herbst immer mal so ein reinigendes Gewitter, wo die Märkte dann mal ein bisschen stärker kurz zurückkommen. Aber im Großen und Ganzen laufen diese Trends wirklich Wochen und Monate. Und ich kann hier auch ein ganz einfaches Beispiel mal kurz zeigen. Ich nehme jetzt einfach mal die Adidas, weil das eine Aktie ist, die ich auch in meinem Langfristdepot schon seit Monaten habe. Das wissen auch alle, die kleines Konto Großtraden mitgemacht haben. Das ist also eine Position, die kann man hier wirklich sehr gut sehen.
die ist schon ewig lange in der Aufwärtsbewegung. Wir haben hier diesen Bewegungsast hier getradet bei kleinen Konten, Großtraden hier 20% hier hochgelaufen und der Markt läuft hoch. Wir sehen immer wieder steigende hoch, auch letzte Woche neues Gap wieder ein bisschen konsolidiert hier und jetzt hier wieder aus der Korrektur heraus. Also ich wüsste nicht, warum ich so eine Aktie irgendwann aus dem Depot schmeißen soll, nur weil die 5, 6 neue Hochs hatte oder auch 7. Denn solange das Ding steigt, halte ich sie natürlich gerne im Depot, weil man hier immer wieder bei solchen Aktien sehr viel Geld verdienen kann. Es mir viel lieber eine Aktie, die andauernd neue Hochs macht, als eine, die andauernd tief in die Korrektur geht. Zu deiner Webinarreihe, die jetzt gestartet ist am 21. Lohnt sich da der Einstieg noch? Ich würde sagen, ja, weil wir sehen es auch bei der anderen Webinarreihe, die wir vorher gemacht haben. Alle Webinare sind aufgezeichnet. Wir haben jetzt 2 Teile gehabt. Am Donnerstag findet der 3. Teil statt. Alle Webinare werden, wie gesagt, aufgezeichnet und am Ende wird es auch nochmal ein großes Fragen-Webinar im Anschluss geben. Da kann also jeder auch nochmal seine Fragen stellen. Da werden wir versuchen, möglichst viele dieser Fragen, die noch aufgelaufen sind, dann zu beantworten. Es ist also jederzeit möglich einzusteigen. Ihr kriegt dann die Zugänge zu den Webinaren, die schon gelaufen sind und dann ist man eben live mit dabei. Mensch, jetzt kommen ganz, ganz viele Fragen rein. Wenn du die Trends einzeichnest, wie du jetzt auch die Stunde gemacht hast, scheinst du manchmal bestimmte Wellenbewegungen auszulassen. Das heißt, nicht jede Wellenbewegung mitzunehmen. Stimmt diese Beobachtung? Und warum? Ja. Eigentlich nicht. Ich mache nur, wenn ich jetzt hier jetzt zum Beispiel auch wenn ich hier keine Zeichnung drin hätte in Adidas, dann würde ich jetzt nicht anfangen, hier jeden kleinen Trend einzuzeichnen, der hier gelaufen ist, weil im Endeffekt spielt es ja hier an dieser Stelle, wo wir uns jetzt befinden, keine Rolle, ob es hier jetzt einen kleinen Trend gab oder nicht, sondern es ist eigentlich nur wichtig zu sehen, ob am Ende hier steigende Hochs und steigende Tiefs gewesen sind. Und ob jetzt hier am Anfang das mal ist oder ob man jetzt hier dieses kleine die kleine Korrektur jetzt mit einzeichnet oder nicht, ändert ja nichts an der Tatsache, dass die Aktie, der Chart unten links anfängt, oben rechts aufhört und dass wir hier für jeden sichtbar einen sauberen Aufwärtstrend haben. Also das ist, wenn man in so einem Webinar ist und nur bedingt Zeit hat, dann nimmt man nicht jedes kleine, also wie gesagt, ich zeichne es mir selber sowieso nicht ein, aber dann zeichnet man nicht jede kleinste Korrektur ein, sondern einfach nur zu Demonstrationszwecken hier, okay, wie jetzt hier auch in Adidas, wir haben hier steigende Hochs, und wir haben hier steigende Tiefs und deswegen würde ich die Aktie jederzeit traden, auch noch hier auf dem Level von 115, wo sie sich jetzt befindet. Okay, ja, wir haben jetzt auch schon 19 Uhr. Es gibt da noch ein paar Fragen bezüglich der Webinare oder der Webinarreihe. Ich denke, eine E-Mail an dich direkt, da kriegt man die besten Antworten, wer da Interesse hat. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wichtig ist nur bei der Anmeldung daran zu denken, dass die Anmeldung über meine Seite erfolgen muss und die Registrierung dann zusätzlich noch eben bei FX Flat oder bei CapTrader, damit genau. Der Bonus dann auch entsprechend berücksichtigt werden kann. Genau. So, alle anderen Fragen, die jetzt nicht beantwortet werden konnten aufgrund der Zeit, bitte einfach nochmal an FX Flat, CapTrader oder aber auch direkt an Mario, eventuell auch mal in seine Facebook-Gruppe reinschreiben. Da sind auch natürlich ganz andere, ganz viele Teilnehmer noch, die die Fragen eventuell auch beantworten können. Und ich denke, das hilft dann allen, wenn man da Informationen austauscht. Ansonsten bedanke ich mich sehr herzlich bei Mario für die Analyse und für die Zeit heute. Sehr gerne und wünsche allen natürlich eine erfolgreiche Trading-Woche und alles Gute bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder in 4 Wochen am ersten Montag. Im Mai haben wir jetzt, im Juni. Und wie gesagt, genau. Bis dahin gibt es noch ganz viele Webinare, auch von mir noch, die jetzt weiter stattfinden, morgen und übermorgen, mehrere Infos auf meiner Website dazu. Super, ich bedanke mich auch natürlich bei dir und bei den Teilnehmern, wünsche auch einen schönen Abend und freue mich auf das nächste Webinar. Bis bald. Bis bald, tschüss. Ciao.